Moin, liebe Freunde des Rollenspiels, und herzlich willkommen zu einer kleinen, kurzen Aufnahmesession, vergleichsweise, ist ja wirklich so, von Let's Play Dragon Quest 11 Streiter des Schicksals. Wir fahren fort. Wie gesagt, heute lediglich 2 Stunden, also nicht ganz so viel heute. Ach, guck mal an, in der Kanalisation gibt es auch wieder Monster, ist ja mal gut zu wissen. Da werde ich aber später dann nochmal hingehen. Wir wollten jetzt nämlich eigentlich die kryptische Krypta machen. Wo ist sie denn eigentlich? Kryptische Krypta, da ist sie doch. 4 von 9, habe ich mir gedacht. Gut, da werden wir jetzt mal hingehen. Wir wollten ja beim letzten Mal dort ein paar Schlüssellöcher öffnen. Ne, wir haben ja jetzt den universalen Schlüssel. Wir sind ja jetzt in Kapitel 3, wie ihr ja wisst. Ich nehme das übrigens nachts auf. Also falls ich irgendwie müde wirken sollte oder des Öfteren mal ein Gehner kommen sollte, dann bitte ich das zu verzeihen. Aber ich habe gerade so verflucht Bock auf dieses Spiel. Das ist echt nicht normal, sage ich euch, Leute. Das ist echt nicht normal. So, unser erster Kampf in dieser Aufnahme. Ja, feuriger Fußfeger macht natürlich richtig Sinn. Gegen Feuermonster, ist klar. Nee, aber wie gesagt, ich habe so Bock auf dieses Spiel, dass ich jetzt gedacht habe, komm, du machst jetzt noch eine kleine Session. I just keep getting better. Gilt gleich gut los. Veronica steigt auf Stufe 63. Wunderbar. Mal gucken, was können wir denn bei Veronica mal machen? Ah, Mana anstieg. Sehr gut. Dann sollten wir mal diese Richtung anstreben. Gut, das haben wir dann schon mal. Das Schloss brauchen wir nicht mehr berücksichtigen. Das haben wir nämlich schon dicht gemacht. Bist du nicht dieser Zinkzwacker? Ja, Zinkzwicker war das. Zwicker. Nicht Zwacker, Zwicker. So war das, Entschuldigung. Der ist jetzt also auch von der Dunkelheit beseelt. Gut, alles klar. Dann geht er in rein. Okay, das war schon mal besser. Okay. Mir scheint, der metallende Körper hilft ihm ganz gut. Aber leider nicht mehr. Oh, doch. Okay, er steht immer noch. Ja, aber... Oh, er nähert sich langsam so am Ende. Machen wir nochmal Schwupp. Klappt sogar. Und Lars erreicht Stufe 64. Jawohl, sehr schön. Wir wollten ja... Es fehlt genau ein Punkt. Es ist immer... Ach man, das ist immer so knapp. Also dieser eine heilige Punkt, wisst ihr? Kennt ihr das? Wenn ihr irgendwas haben wollt und dann stellt ihr fest, es fehlt genau ein Punkt. Ah, schrecklich. Ja, die werden sich verpieseln, ist klar. Aber wir haben auf jeden Fall gesehen, auch hier gibt es neue Monster. Oh, die Items dürften dieselben sein, genau. Ja, ich sehe da zum Beispiel schon ein neues. Das hier. Die Morast-Marionette der Finsternis, genau. Morast-Marionette kriegen wir zwar schon, aber der Finsternis halt noch nicht. Aber kein schwerer Gegner. Leicht zu besiegen. Passt schon. Gut, hier sind wir jetzt übrigens alleine deswegen hier, weil es hier eben halt ein paar Schlüssellöcher gibt, die nur mit dem Universalschlüssel zu öffnen sind. Ach, guck mal an, der Hetzerdrache hat auch die Finsternis, okay. 2 Stück gleich da vorne. Gut. Einmal Rosa Orkan. Geht ja schon mal gut eine mit. Zwischen gleich 2-mal. Okay. Uiuiui. Hey, der Witzka. Einmal. Axtschrauber. Jawohl. Das ist blöd. Fähigkeitenhindern ist fies. Veronica, du bist wieder fit. Sehr schön. Nö. Mach mal ruhig Bogen. Ja, so viel mal dazu. And don't come back. Genau. So, Opa darf einmal heilen.
Also ihr merkt schon, wir kriegen von dem einen oder anderen Monster hier schon durchaus auf die Nuss. Also ganz so einfach, wie man es sich vorstellt, ist es hier nicht. Aber das ist irgendwo auch okay. Genau, hier ist der Zombie. Okay, hier mal kurz runter. Ich will mal kurz gucken, ob hier ein... Aha. Oh, gleich zwei Monster, okay. Gut. Einmal rosa Orkan. Jo. Okay. Alles klar, überzeugt. Okay, die sind normal geblieben. Die können wir also getrost ignorieren. Soweit ich aber weiß, gibt es hier keine seltene Variation. Das Tor ist bestimmt zu. Nein, das haben wir mal geöffnet tatsächlich vor 100 Milliarden Jahren. Das ist schon mal sehr gut. Ich hätte nämlich echt gedacht, ich habe es vergessen. Nein, habe ich nicht. Die Truhe haben wir auch nicht vergessen. Sehr gut. Die haben wir schon besiegt. Ich muss aber trotzdem noch einen mitnehmen. Weil wir den brauchen, um wieder hochzukommen. Nicht. Ach, Jade. Fünfquartal einfach mal. So. Sehr schön. Ich glaube, wir werden, wenn wir hier fertig sind, werde ich tatsächlich, also wir werden mal gucken, ob wir von dem Schatzsucher schon mal erfüllt bekommen. Dann haben wir die nämlich schon mal vom Zettel weg. Und wir werden uns auch nochmal den Oshiyama so ein bisschen anschauen. Danach würde ich vorschlagen, machen wir uns erstmal auf die Suche nach den Zweiklingen von Yggdrasil, also Story. Und danach würde ich sagen, fahren wir dann optional fort in Gallopolis. Das wäre dann nämlich unsere nächste Station. Wo wir uns auch der Monsterbekämpfung dann widmen. So, wir haben übrigens einen Tierknochen bekommen. Sorry, ich habe das jetzt ein bisschen weggedrückt, aber ihr kennt das ja eigentlich alle schon vom Inhalt her. Also wie gesagt, wir haben einen Tierknochen bekommen, was halt bei den Gegnern üblich ist. Die Wiedergänge haben sich nicht verändert, die sind gleich geblieben. Alles klar, die sind also nicht beseelt worden von der Macht von Kalasmos. Gut, gucken wir mal weiter. Ihr habt ja übrigens gesehen, die NPC-Zombies sind übrigens auch nach wie vor da. Also die sind nicht weg, ne? Also die bleiben auch. Tatsächlich. Können wir die eigentlich umrempeln? Tatsächlich. Ich weiß das. Ja, was denn? Ich mag das. Ich mag das, feindliche Monster umzurennen. Macht Spaß. Ich muss, glaube ich, überhaupt gleich erstmal gucken, ob ich hier schon alles habe. Warte mal. Bevor wir hier jetzt völlig umsonst rumrennen. Nein, ein Monster fehlt uns tatsächlich noch. Und ich habe auch, glaube ich, so eine Ahnung, wo es ist. Es würde mich jedenfalls nicht überraschen, wenn es dort ist. Nein, da fallen wir nur runter. Hier müssen wir durch. Genau. Wir waren eine halbe Ewigkeit nicht mehr in der kryptischen Krypta. Wisst ihr das eigentlich? Die Parts, oder der Part, wo wir hier waren, ist ja tatsächlich sogar heute ausgestrahlt worden. Oder beziehungsweise jetzt gestern. Das war der, jetzt muss ich kurz mal gucken, 28.3. Also ich nehme heute in der Nacht vom 28. auf den 29. auf. Wir haben es noch nicht mal sehr spät. Es ist jetzt 10 vor 1 circa. Also eigentlich noch relativ früh. Ja, ich muss nachher auch arbeiten. Aber da ich Spätschicht habe, wie immer eigentlich, ist das wirklich kein Problem. Können wir uns heilen? Ja, perfekt. Mehr wollte ich nicht. Ich wollte mich einfach nur heilen. So, dann können wir jetzt hier nämlich den Raum betreten, wo wir ja damals den Vater von einem Zombie aus der Akademie getroffen haben. Ja... Genau, die haben wir gesucht. Das sind nämlich die letzten Monster, die es hier gibt. Die uns noch fehlen. Die Obertodmaschinen. Genau. Die fehlen uns noch. Hackschrauber! Wehrt die eine Sau das auch noch ab, du? Was halte ich denn davon? Achso, Zauber. Ja. Ah, aber trotzdem recht gut. Machen wir mal hier. Einfach mal so, einfach mal hier. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Gut. Sehr gut, Jade. Also irgendwie hat er es auf Jade abgesehen. Heidewitzka. Da hat Jade aber gerade mächtig auf die Nuss gekriegt.
die arme Jade, was hat sie euch getan? Hackschrauber! Boah, alles wieder verloren, was sie gerade gekriegt hat. Frechheit. Oh. Ja, man merkt, die Dinger sind nicht ohne. Einer ist weg. Oh, Jade. Was war da? Ernsthaft jetzt? Der hat ihn jetzt... Oh, der hat ihn ernsthaft zurückgeholt. Ich glaub's nicht. Okay, Antiquiasegen. Hatten wir lange nicht mehr. We of Arborea swear to protect you. While we live, none shall defeat you. Hatten wir wirklich lange nicht mehr. Ist doch nicht wahr, oder? Da belebt er seinen Partner einfach wieder. Als wäre nichts gewesen. Unfassbar, sowas. Aber er ist trotzdem ziemlich... Ist er jetzt fast kaputt oder ist er jetzt völlig geheilt? Ich glaube mal eher, wurde völlig geheilt. Boah, Alter. Oh, es trifft den richtigen. Ich kann das ab. Ist okay. Hauptsache, du lässt Jade in Ruhe. Super. Ah, meine Güte. Eric erreicht Level 64. Sehr gut. Dann schauen wir mal kurz. Nein, reicht nicht. Aber Jade braucht dringend... Du willst mich jetzt nicht ernsthaft... Ist es jetzt nicht dein Scheiß ernst, ne? Du willst mich jetzt nicht ernsthaft angreifen. Na gut, wenn du auf die Fresse bist, dann komm her. Nochmal zwei. Eieiei, kein Risiko diesmal. Hoffentlich können wir sie damit lahmlegen. Also die Gegner haben uns gerade kräftig einen auf die Nuss gegeben, muss ich echt sagen. Also das war echt übel. Den muss ich wirklich zugeben. Das war wirklich nicht ohne, was sie rausgehauen haben. Und boom. Ui! Okay, das kam sehr unerwartet. War klar. War klar. Es war aber meine Schuld. Alter. Jo. Und der nächste down. Wunderbar. Super. Mensch, das läuft ja richtig gut gegen die Arschlöcher. Entschuldigung, wenn ich das nicht sagen darf. Das ist ja richtig super hier. Ehrlich, kriegst du so derart auf die Fresse hier. Glaube ich ja wohl nicht. Und wieder Geburt. Gut, dass wir diesen Zauber haben, ehrlich. Ja, es geht Jade auf die Nuss. Alter. Die sind echt übel. Die sind echt übel. Mein lieber Mann. Aber jetzt haben wir sie. Alter Schwede. Veronica wins again. Das war echt übel. So, Opa, wir brauchen deine Heilungskräfte. Jo. Ups. Wunderbar. Ach, jetzt renne ich in die falsche Richtung. Nee. Ich hab mich irritieren lassen. Genau, da steht er. So, und dahinter, da haben wir ja damals den... Ist es jetzt nicht... Oh Gott. Ja, komm, bringen wir es hinter uns. Ich habe zum Glück nur eine einzelne, aber er greift als erstes an. Super. Ja, immer schön auf selbst. Jo! Das waren jetzt drei Züge hintereinander. Vier Züge, alles klar. Vier Züge hintereinander. Bist du bescheuert oder was? Spinnst ja wohl. Vier Züge hintereinander. Ja, jawohl. Nein, ist das nicht. Ihr könnt es euch denken. Spinnt ja wohl. Viermal. Ein Punkt. Ernsthaft? Ich glaube, ich muss echt gleich Handwerk reinholen. Jo. Na, darfst du wieder viermal? Ja, hol mir meine Heilerin weg. Alles klar.
Nee, ich dachte schon. Ich dachte echt, er darf nochmal viermal. Also das war echt ein Ding gerade. Viermal hintereinander. Hab ich auch noch nicht erlebt. Ich glaube, so oft drin kann das nicht mal der stärkste Boss machen. Und der macht das einfach. Oh, das war's für den. Alter Schwede. Die Viecher sind echt nicht ohne, aber den haben wir. So. Ich glaube, in der Zelle war der tatsächlich drin, der Vater damals, von der Kleinen. Hier ist auch nichts drin. Schade. Aber hier ist was drin. Dann gucken wir mal hier rein. So ein Glück, Lars findet ein Anleitungsbuch mit dem Titel Militärische Monturen. Er wirft einen Blick hinein, lernt einen Marschallsmantel herzustellen. Ein paar Marschallstiefel. Das ist ein Outfit für Hendrik, falls die Frage aufkommt. Wir haben ja beim letzten Mal haben wir ja auch noch ein Outfit bekommen für Eric. Das habe ich nämlich noch gar nicht geschmiedet. Fällt mir gerade mal so ein. Oh nein. Eine Pandora-Büchse der Finsternis. Ja, supi. Na, immerhin neues Monster. Muss man ja auch mal so sehen, ne? Und erstmal klaut er wieder eine Magiepunkte. Das kennen wir ja auch irgendwie schon. Immer diese Magiepunkte klauen. Oh, 300 Punkte. Das ist in Ordnung. Energieschub. Ist, glaube ich, besser in dem Fall. Bevor sie sich da selbst umbringt, das muss nicht sein. Und eine Multibeschleunigung. Weil Magie hilft dir leider nicht viel. Jo! Ich hab das auch gesehen, ne? Es waren fast 1000 Punkte, die er verloren hat. 1000 Punkte, das muss man sich echt mal reißen. Und das Vieh steht immer noch. Immer noch. Hat immer noch Punkte wahrscheinlich. Die Farbe hat sich nämlich noch verändert. Wahnsinn. Das Vieh muss so viele Punkte haben. Muss man sich mal überlegen. Das waren 1000 Punkte, die er fast verloren hat. Boah. Steht immer noch da. Wahnsinn. Ja, also... Kalasmus ist echt nicht ohne. Holt euch mal die Magiepunkte zurück, die uns geklaut wurden. Und jetzt hemmungsloser Hieb, hau ihn weg. Talentsamen, genau. Ja, haben wir einfach mal ein Talent, ein Dings gehabt. Da ist nichts drin, genau. Das war auch die einzige Zelle, die offen war. So, dann haben wir hier, sind wir hier nochmal. Oh, Metallkönigjacke, okay. Alles klar. Jetzt werde ich das mal so machen. Wir gehen jetzt... Ist das blöde... Das ist tatsächlich gerade nochmal gespielt. Oh, scheiße. Ihr werdet es mir verzeihen, wenn ich mal außen rum laufe, weil ich habe auf die ehrlich gesagt keine Lust. Also die machen mir wirklich mächtig Ärger, die Kollegen hier. Aber wir müssten jetzt alle Monster haben. Ja, haben wir auch. Gut, ich wollte mich jetzt nämlich an den Brunnen hier, wo wir ja übrigens damals, zur Erinnerung, hier haben wir ja damals Serena gefunden. Ne, die lag ja hier irgendwo. Da irgendwo lag sie. Da haben wir sie ja vorgefunden. Wir gehen jetzt zum Lagerplatz von Onsen. Warum, werdet ihr gleich sehen. Ich will jetzt nämlich erstmal gucken. Beziehungsweise ist sogar richtig eigentlich. Ich wollte jetzt erstmal gucken, wegen Schmieden. Und zwar, ob wir sowohl die Kleidung für Eric als auch die Kleidung für Hendrik schmieden können. Wenn, machen wir es natürlich. Wenn nicht, dann ist es halt so, dann müssen wir warten. 2 Punkte, okay, das ist in Ordnung. Rüstungen, Hüte. Okay, Eric kann ich schon mal vergessen. Uns fehlt Glitchkraut. Horrorhorst, schon wieder. Alles klar. Ach nee, Hendrik hat ja was ganz anderes. Da fehlt auch was. Was fehlt denn? Glitchkraut, danke. Krähenzweig, Schlangenschuppen. Alles klar, kann ich auch knicken.
Sieht das... Nee, oben nicht. Das ist unter Sonstiges, die Stiefel. Oh, ich glaube, die kann ich... Nein. Zubehör war das. Fußkleidung. Schlangenschuppen. Okay, kann ich knicken. Alles klar. Mehr wollte ich nicht wissen. Danke. Dann machen wir erstmal weiter. Weil die werden wir, glaube ich, erstmal noch nicht kriegen. Die Schlangenschuppen. Ich glaube, das dauert auch eine Zeit lang, bis wir die kriegen. Aber bei Gallopolis werden wir sowieso erstmal halt machen. Warum werdet ihr dann sehen? Das hat nämlich einen ganz bestimmten Grund, weil da gibt es eine ganz bestimmte Art von Monster, die wir sehr gut nutzen können. Klingt verkehrter, als ihr jetzt denkt wahrscheinlich. Nö, es hat einen ganz simplen Grund. Werdet ihr aber dann herausfinden, wenn es soweit ist. Jetzt gehen wir erstmal zum Oshiyama. Beziehungsweise wir gehen nicht direkt zum Oshiyama in dem Sinne. Die müssen wir ja eigentlich schon haben. Sicher Kriecher der Finsternis? Ich weiß es nicht. Müssten wir eigentlich gerade in der Krypta gehabt haben. Aber zur Vorsicht. Nehmen wir die einfach nochmal mit. Wir werden sowieso viel trainieren, davon mal ganz ab. Weil das ist jetzt ganz dringend erforderlich. Also den Barbatos haben wir auf jeden Fall. Den hatten wir ja damals in der Vision von den Gramverschlinger. In Kapitel 2, die harte Hand, gibt es hier übrigens auch. Interessant. Also die normale harte Hand wohlgemerkt. Ist ja sehr interessant, dass es die hier gibt, die harte Hand. Ja, aber trotzdem fehlen uns noch welche. Das können wir natürlich nicht so lassen, Freunde, ne? Ist ja klar. Dann gehen wir erstmal hier rein. Hier haben wir ja damals die Mutter von den beiden Kiddies getroffen. Von den... Waren das Zwillinge? Ich glaube, das waren Zwillinge. Genau, hier steht das ja auch. Versteck von Azuo und Azuko. Ich meine, es waren Zwillinge. So... Wir treten jetzt nämlich diesen Bereich hier, genau den Geheimeingang. Hier stehen die stehen übrigens genauso da wie vorher auch. Die sind nur einfach gestärkt worden durch die Finsternis, das war's. Mehr hat sich bei denen jetzt im engeren Sinne nicht geändert. Ja, das war klar. War klar. Aber sie kriegen die entsprechende Antwort. Soweit ich mich erinnern kann, bringen die wahnsinnig gute Punkte. Deswegen würde ich die nämlich auch gerne mitnehmen. Nicht alle, aber einige. Also keine Sorge, ich hänge jetzt hier nicht eine Stunde oder so rum. Das wäre ein bisschen zu viel. Privat würde ich es wahrscheinlich machen, aber dann spiele ich ja für mich. Dann ist es ja was anderes, als wenn ich das jetzt mit euch zusammen zocke. Weil für euch wäre das ja stinköde. In dem Sinne. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass hier eine harte Hand auftaucht. Aber psch, nicht weiter sagen. Bei meinem Glück wird sie wahrscheinlich eh nicht auftauchen, davon mal ganz ab. Aber versuchen kann man es ja mal. Things are looking up. Ah, Jade erreicht Stufe 62. Sehr gut. Die gute, gute Jade. Level 62. Chance auf Kräftigung 5. Klingt schon mal ganz gut, aber ich würde gerne erstmal ihren Speerschaden mal ein bisschen erhöhen. Was haben wir hier? Blitzstoß. Okay, was haben wir hier? Stoßwirbel. Ah, okay. Alles klar. Hoffnung stirbt ja zuletzt, ne? Ah, es geht schon mal in eine gewisse Richtung, aber noch nicht ganz. Bäh. Eigentlich wollte ich Feen fatal machen, aber naja, gut, das geht auch. Aber man merkt, die Schleife, die wir ihr damals gegeben haben, die ist echt Gold wert. Die ist wirklich Gold wert. Also, so doof. Was willst du denn? Erst brüllt er... Was war das denn, sag mal? Erst brüllt er rum, dann haut er ab. So, okay, ich hatte mal einen Auftritt. Tschüss. So kam mir das gerade vor. Was war das denn? Das war ja geil. Ah, Paralyse, sehr schön. So, jetzt aber Feen fatal. Das sieht aus, als würde der lachen, ganz ehrlich. So sah das gerade aus, als würde der sich ins Fäustchen lassen. So, der will mich angreifen. Geil.
So ungefähr. So sah das aus. Teufelsschwanz kriegen wir, okay. Ich wollte gerade sagen, was ist denn da hinten? Guck mal, was haben wir denn hier? Findet den Schatz von Onsen, ganz genau. Du hast den verborgenen Schatz von Onsen gefunden. Geh nur zurück zur Herberge und überbringe Iago die guten Nachrichten, Neuigkeiten. Machen wir. Übrigens, da ist noch etwas. Guck mal. Wer wieder da ist. Habt ihr jetzt bestimmt am Rande gesehen. Falls nicht, Miko und Tatsunaga. Oder Tatsunaga. Tatsunaga, Entschuldigung. Tatsunaga hieß er. Beziehungsweise... Diejenigen, die es gesehen haben, wissen, wer das eigentlich ist. Aber es ist Rio. So, es ist ja eigentlich Rio, das wissen wir ja. Das haben wir ja gesehen, dass es Rio ist. Und wir kriegen eine neue Chance. Wir kriegen eine neue Chance. Ich lasse das einfach mal so stehen. Wir kriegen eine neue Chance. Ich mache das jetzt übrigens mit dem Rückweg absichtlich, weil ich Hoffnung habe, dass eine harte Hand noch dabei ist. Aber es sieht nicht so aus. Lässt mich mein Glück hier so ein bisschen im Stich. Ist aber okay. Ich meine, hey, wir sind in Kapitel 3. Was wollen wir mehr? Ganz ehrlich. Ja, also man könnte sagen, das Spiel ist jetzt in etwa zu... Lasst mich lügen. 70-80% beendet. Ungefähr. Könnte man, glaube ich, so sagen. 70-80%. Doch. Dürfte hinkommen. In etwa. Und die weiteren 20% kommen hier quasi noch. Serena ist aufgestiegen. Stufe 61. Sehr gut. Ja, natürlich wollen wir gucken wegen Punkte. Ist auch ganz klar. Was können wir denn bei ihr machen? MP-Absorption. Ja, klar. Her damit. Immer her damit. So, dann nehmen wir hier noch einen mit. Keine harte Hand. Dafür aber viele Gegner. Ist auch irgendwo gut. Gibt auch gute Punkte. So ist es nicht. Ja, wie gesagt. Ups. Wir sind ja jetzt. Wie gesagt, gleich fertig mit Onsen. Erstmal. Nein, sind wir gar nicht. Stimmt gar nicht. Was erzähle ich euch da? Wir können nämlich den Bereich betreten, wo sich die Priesterin aufhält. Ich glaube aber, dafür müssen wir nochmal die Dienerin ansprechen. Au. Ist nicht nett. Und einmal Bumm, bitte. Ich finde übrigens, die Lampenklinge sehen wahnsinnig süß aus, wenn die pennen. Mal ganz ehrlich. Das sah richtig cute aus gerade. Die so richtig, dieses München so... Süß. Und ja, ich sage als Mann süß. Lasst mich. Ich darf das. So, dann gehen wir mal wieder zurück nach Onsen. Nicht wahr? Dann werden wir gleich mal die Quests abgeben. Ne? Dann haben wir die nämlich schon mal fertig. Dann machen wir uns auf den Weg zum Tempel. Wo ja Miko eigentlich sein sollte. Und dann müssen wir nochmal zurück zum Oshiyama. Ist jetzt nur halt blöd, dass wir Jade nicht auffüllen können wieder, die Magiepunkte. Ist jetzt ein bisschen doof, aber naja, gut, ist jetzt halt so. Ah, da ist ja mein Schatzsucherkollege wieder. Und wie ist es gelaufen? Habt ihr den verborgenen Schatz von Onsen gefunden? Yep. Lars überreicht den Schatz von Onsen. Ihr habt ihn gefunden? Endlich hat die epische Suche meines Urgroßvaters, die vor so vielen Jahren begangen, ein erfolgreiches Ende gefunden. Mir verschlägt es vor Dankbarkeit fast die Sprache. Nee, ist klar. Wie ihr wisst, gehöre ich einer langen Reihe berühmter Schatzsucher an. Ich erinnere mich noch, wie mir mein Urgroßvater vom Sterbebett aus in die Augen sah und mir sagte, ich soll seine lebenslange Suche nach dem Blutstein fortsetzen. Nun ist es endlich vollbracht und ohne euch wäre mir dieser Erfolg sehr wahrscheinlich verwehrt geblieben. Ach, mir fehlen immer noch die Worte. Woran es mir aber nicht mangelt, sind massenhaft wertvolle Schätze. Den Blutstein werde ich behalten, aber der Rest gehört ganz euch. Lars erhält 3 grandiose Achate der Evolution. Was es aber mit denen auf sich hat, habe ich tatsächlich nie so wirklich verstanden. Es scheint als Ressource zu dienen, wenn ich das richtig sehe, weil sie sind nicht grün. Weil wären sie grün, könnten wir sie anderweitig benutzen. Da sie es aber nicht sind...
können wir sie nicht nutzen. Quatsch, das ist eigentlich falsch. Ja, man merkt, ist ein bisschen später. Bin nicht mehr so ganz taufrisch, sag ich mal so, aber ich wollte trotzdem noch irgendwie ein bisschen Dragon Quest aufnehmen. Ich hatte einfach Bock auf das Spiel. Ne? Auch wenn ich so bis in alle Ewigkeit, hätte ich jetzt fast gesagt, bis sonst wann halt einen Vorrat habe, aber das interessiert mich nicht, weil ich habe so Bock auf dieses Spiel, dass ich es zocken will. Ist einfach so, ne?